Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Competitive 2. So, wir haben jetzt auch schon 8 geile Sachen. Und das heißt, wir können uns jetzt. Jawohl, pass auf, Kev, jetzt kriegst du ein kleines Schmankerle von mir. Ja, zeig es mir. Zeig es mir. Bitteschön. So, haben wir nämlich hier auch schon mal eine geile Iron Pickaxe. Auf einer unfassbaren Erfolgsjagd, darum geht das Game nämlich. Und zwar. Haben wir schon ein Monster getötet? Uns fehlt Leder. Wir brauchen einen Sattel. Oh, oh, oh. Ach ne, Scharfschützen-Duell, das ist ja hier. In 50 Metern. Hier, lege mit einer Lore mindestens einen Kilometer an einem Stück zurück. Das heißt, wenn man so eine Kreisdings da macht, so eine Kreisfahrt, kann man damit einen Kilometer machen? Boah, weiß ich gar nicht. Gute Frage. Hoppala, Moment. Oh nein. Oh nein. So, Kev, Moment. Nein! Was, nein? Ihr habt noch ganz am Anfang Gold gehabt, oder nicht? Stimmt, ja. Ja, müssen wir halt neues farmen. Ja, meinst du, hier gibt es Gold? Oh, ein Schwert. Das ist natürlich super sexy. Also, ich war gerade dabei, erstmal den Weg nach oben zu bauen, weil oben waren ja eigentlich auch noch Kisten gewesen. Wir waren ja jetzt ganze Zeit nur im Untergrund. Da dachte ich mir mal, vermutlich ist oben auch was. Macht eigentlich Sinn, ja. Oh, guck mal, hier nochmal schön. So, baba. Alles an Rohstoffen auf jeden Fall wegfarmen, was wir haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich bin ja auch gerade einfach nur am Kabel farmen. Hier. So. Treppe hochbauen kann. Noch mehr Kohle. Also, Kohle gibt's hier viel. Sehe ich gerade. Aber das Einzige, was mich wundert, ich habe ja wirklich den ersten Teil ja gespielt, also privat halt. Und mir ist da aufgefallen, dass. Hier auch am Anfang dauert ein Zeppelin kriegen. Weil hier aber nicht haben. Weißt du, wo einer ist? Wo denn? Ganz oben müsste einer sein. Meinst du? Da waren doch nur diese verdorrten Büsche, oder nicht? Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Hoppala. So, man kann ja auf jeden Fall jetzt gerade so relativ smooth hochspringen. Ah! Guck mal, wir können ja fast hochklettern. Das ist der Sinn des Ganzen. Ja, guck mal, aber später noch ein bisschen hochklettern. Oder können wir das vielleicht schon machen? Was bräuchten wir denn noch? Sniper Duel, Kill a Skeleton, Tiere. Haben wir das nicht schon doch? Können wir nicht Fische, Diamanten? Diamant? Ja, das nächste sind eigentlich Diamanten, was logisch ist. Und Fische. Also oben gibt es bestimmt Wasser. Dann gehe ich nach unten und gehe Diamanten. Oder ich versuche zumindest Diamanten zu farmen. Ja, genau. Ich versuche mir oben eine Angel zu bauen. Aber hier brauche ich. Ich baue mich erstmal hoch und komme dann runter, weil ich brauche ja dafür 2 Spinnfäden, die haben wir ja auf jeden Fall. Ja, davon haben wir genug. Ja, genau. Und danach, wir können auch einen Bogen bauen. Aber wir müssen ja, so weit sind wir, glaube ich, noch von der Distanz noch gar nicht hier. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend, Freunde. Was haben wir denn hier noch so? Ah, cool. Da können wir nochmal hier ein paar machen. Oh, lol, hier sind Fackeln in dem Raum. Das ist natürlich schön. Das ist dieser Room of Monuments. Der ist nett. Der ist nett. Das ist wirklich ganz schön. Scheiße, da fällt mir gerade ein, ich brauche was zu essen. Ah, einen Apfel haben wir noch. Wow! Wir müssen auf jeden Fall irgendwie uns Zeit nochmal eine Fressensquelle zulegen. Deswegen, eigentlich sind ja auch die ganzen Erfolge, die wir oben haben, beschäftigen sich mit Farmen. Das heißt, dass man irgendwelche Farmen baut. Sollten wir bald eigentlich tun. So, so. Was haben wir da noch? Geht's. Mal Clay. Zack. Was haben wir hier? Zack. Hm? Ne, ich hab nur, was haben wir hier? Noch mehr Kohle. Also Kohle haben wir echt gut gerade. Ich fühle mich jetzt einfach irgendwie hoch. Weiß nicht, wie viel Eisen haben wir noch im Lager? Nicht mehr so viel. Wow. Moment, ich sage dir sofort. Wir haben noch 5. Das ist natürlich nicht die Welt, aber ich habe eine gute Nachricht, ich bin jetzt oben mit einer schönen Treppe und hier ist eine Kiste, die 2 Goldnuggets beinhaltet. Ah Mist, wir hatten davor 6 Goldnuggets. Wäre das nicht schon dieser eine Baum gewesen? Boah Gott. Boah, immer diese Wichsspinnen, ey. Aber auch eine Spitzhacke, aber hier gibt es auch keinerlei Wasserquelle, sehe ich. Gibt hier nur Heuballen da hinten, aber das war's auch. Aua, aua, aua. Bin ich bitter und. Achso, warum. Ah, hier gibt's ja gar kein Wasser, wie soll ich denn angeln? Ja, das wird wahrscheinlich noch kommen. Ich meine, wir sind auch noch auf Höhe
Was sind wir denn hier? 100, 170, ja, bis nach Diamanten. Was? Noch über 100 Meter nach unten. 170? Also ich bin hier unten noch auf Höhe 170. LOL! Das heißt, ach so, das muss schon eine speziellen. Hat er bestimmt speziell selbst gebaut. Natürlich sexy, also. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass da zufällig ist, was hier. What the? Böse, böse Spinne! Oh. Nicht schlagen, ich habe nur ein, zwei Alter. Herzen. Oh, da kommt noch eine Spinne. Leute, ich kann die außerhalb der World Border sowieso nicht schlagen. Das ist richtig gemein. Wie machen wir das denn? Verdammt, wir brauchen auf jeden Fall Zeit, aber zu essen. Okay, ich baue mich jetzt einmal nach unten. Oh, Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen und Holz. Alter, das hat er ja richtig geil gemacht. Das ist, hier ist noch ein Minenschacht. Ein Minenschacht nach dem anderen. Das ist schon mal gut. Angst vor Spinnen, weil ich habe ganz wenig Herzen. Dann darfst du einfach nichts mitnehmen, was wichtig ist. Ah, hier sind Pilze! Jawohl, dafür die Schüsseln am Anfang. Ja. Also ich glaube, das ist richtig geil ausgeklügelt. Also ich bin jetzt schon... Ich bin fasziniert. Also was wirklich so... Man sich das Ganze so durchdenkt, das muss ja wirklich alles stimmig sein. So, bup, bup. So. Dann baue ich aber mal weiter runter. Ja, ich mache den Farmer dann gerade. Oh, zack, zack. So, oh yeah, hier ist weiteres Eisen. Alter. Ja, dann so. Können wir uns der Zeit nach vielleicht mal eine Rüstung bauen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich so, ja, ist alles abgezählt. Man muss wirklich hier stundenlang farmen. Pustekuchen. Kohle auch schon wieder? Das gibt's doch nicht. Hm, was haben wir hier noch drin? Mal durchbuddeln. Holz ist da ja auch zwischendurch immer. Das ist richtig Hammer. Das heißt, eigentlich braucht man ja keine Saplings. Vielleicht liegt hier drin genau die Schwierigkeit in dieser Map. Dass man ja keine Nahrungsquelle hat. Also keine durch Wasser. Soll ich hab Lapis. Boah. Scheiß Wichsspinnen. Braucht man Lapis für irgendwas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir den jetzt. Oh, ich bin fest. What the fuck. So, ich beute aber wirklich stumpf nach unten. Irgendwann kommen cool. Die Diamanten. Die Hilfe brauchst du, sagst Bescheid, ne? Kein Problem, ich farm gerade noch. Hast du noch Eisen dabei? Ja, 13 Stück habe ich. Ja, pass auf, gib mir die mal, dann gehe ich direkt schon wieder nach oben. Oh, hier sind Zombies. Und, oh, hier sind Zombie-Spawner. Ja geil, wir können auch Gehirne essen. Achso, ich gebe dir das mal hier. Alles, was ich habe. Dann bringe ich da nach oben. Warte, hier ist noch mehr. So, so, so. Ja, das sieht ja gut aus. Aber, kannst du mir mal 4 Kohle da lassen? Ja, ja, sicher. Weil dann baue ich mir nochmal schnell Fackeln. Die Expedition geht weiter. Ab nach oben. Ja. Weißt du, was ich hier vor allem noch schon höre? Endermänner. Ich höre hier Endermänner. Oh, krass. Oh, oh. Und Skelette. Wow. Mit 2 Herzen auf ein Skelett drauf, so, das war natürlich sehr kurzsichtig. Holz und so aber auch, 5 Eisen noch. Hm. Tja. Ja, wir haben nur eine Art von Pilz. Reicht ja also nicht. Wahrscheinlich kommt die zweite noch. Du hast mich jetzt echt neugierig gemacht mit der Höhe. Ich bin auf der Höhe. Wo bin ich denn? Wo sehe ich das denn? LOL! Ich bin auf Höhe 147. Kann doch nicht sein. Das ist doch nicht normal. Was haben wir denn hier? Vielleicht wäre es besser für mich, jetzt einfach zu sterben. Oder nicht? Weiß ich nicht. Das Problem, was ich mir halt ein bisschen noch sehe, ist die Sache mit den Leveln. Meinst du echt? Weiß ich nicht. Das ist gibt's, reine... gibt's denn Erfolg mit Verzaubern? Oh Gott. Nee, Inventur-Tab. Da, man muss nur verzaubern. Ich hab die Endermänner gefunden. Ah, doch. Man muss was verzaubern. Und zwar ein Schwert. LOL! Ich hab einen Dungeon gefunden. Und ja, hier ist... Ja, cool, ich auch. Hier ist ein Spawner. Was ist denn weg? Ist das hin? Das ist ein Skelett-Spawner. Und ich stehe hier so, dass ich fahren kann. LOL!
Ja, jetzt hab ich keinen Hunger mehr. Schnell da unten. Aber das Gute ist, ich habe zufälligerweise genauso von unten an der Ecke gebaut, dass die mich nur ganz selten treffen konnten. Oh Gott. What the fuck? Töte mich nicht! What the fuck? Scheiße. Hier sind überall Gegner auf dem Weg. Ich hab eine Golden Hoe gerade gefunden. Ich schaff's noch nicht mal nach unten. Warte, komm mal mit, ich zeig dir was. Ja, Moment, dann lasse ich die Sachen oben in der Truhe, aber... Ja, auf jeden Fall. Da vorne. Scheiße, oh Mann. Ey. Man kommt hier partout nicht mehr in unsere Base rein. Die Monster, die stellen einfach... Stellen einfach alles von uns zu. Okay, ich hab's irgendwie geschafft durchzulaufen. Aber das war's auch. Scheiße, ich bin schon wieder down. Kacke. Wie machen wir das denn jetzt? Ich weiß nicht, ich laufe jetzt nur schnell nach unten, weil ich die Items haben will, die ich halt verloren habe. Nicht, dass die spawnen, weißt du? Ja. Ach, du warst im gleichen Spawner wie ich, sehe ich gerade. Ja, war ich. Du hast den von oben platt gebaut. So, dann mach ich den mal, dann entschärfe ich den mal. Also wir müssen auf jeden Fall alle Spawner und so töten. Nee, wir lassen die. Disable mit Fackeln. Ja, ja, aber... Nicht abbauen, klar. Oh, geil. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Goldnuggets. Und ich tue erstmal alles hier so rein. Oh, da steht ein Enderman. So. So. Ach, du bist hier runtergefallen, sehe ich gerade. Ne, ich habe die alle weggemacht. Okay. Ich lasse das jetzt hier. Achso. Ich lasse das jetzt hier alles einfach so drin. Wir müssen, glaube ich, einfach nur wirklich ein bisschen besser ausleuchten. Das ist das A und O vielleicht. Komm jetzt mal nach oben und leuchte wenigstens den Weg aus, dass wir uns bewegen können hier. Wo ist die Scheißspinne? Komme! Hä? So, sehr gut. Bringst du auch die Pilze und so mit? Ich habe jetzt alles erstmal unter einer Kiste gepackt, falls ich sterben sollte. Ich weiß ja nicht, leuchtest du schon aus? Ne, ich bin gerade erst wieder bei uns an der Kiste jetzt angekommen. So, ich leuchte gerade aus. Hier passt das. Schön Gehirn essen. Yummy. So, bisschen Kohle noch. Enderman ist hier, wow! Ja, der ist ja schon die ganze Zeit. Aber wieso? Der hat doch so einen Schlenker gemacht, hat mich angegriffen. Weil ich gar nichts getan habe. Richtig gemein. Hast du ihn getötet? Nee. Ich wollte ihn schlagen. Dann hat er so einen Schlenker gemacht, sich so einmal im Kreis gedreht, auf mich zugelaufen, wie der Slenderman einfach auch weggeteleportiert. Das macht mir Angst. Okay, also bislang ist jetzt alles erstmal so sicher. Geht trotzdem mal nach oben, weil... Ach so, hier spawnt ja auch keine Kuh. Sollen wir denn an Leder kommen? Ja, das ist halt die Frage. Hier ist ja kein Gras. So, wir müssen aber irgendwie unsere Sachen mal nach oben in die Basis kriegen. Meinst du echt nicht lieber so eine Zwischenbasis unten erstmal lassen? Ja, also generell müsste der Weg eigentlich... Wir müssten eigentlich mal dafür sorgen, dass der Weg an sich weniger gefährlich ist. Ja, hast du recht. Also bisher geht's. Ich komme jetzt von ganz oben nach ganz unten ohne Probleme. Weil ich gerade ausgeleuchtet habe. Jetzt hier bei unserer Base. Komm. So, bin aber zu gierig. Kennst du dieses gierige Minecraft-Verhalten? Du siehst da unten schon irgendwelche Chiseled-Blöcke und hast schon dieses Dungeon im Hinterkopf. Klar kenne ich das. So, ich habe jetzt nochmal Red Clay geholt. So, hier ist nochmal... Zack. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch in der Eisen. Fast schon sagen. Ah, hier bist du ja. Hallo. Also hier hast du den sicheren Weg, ne? Also brauchst du den gar nicht abbauen. Wenn hier lang ist, hast du den komplett sicheren Weg nach oben. Ja, ich weiß. Ich wollte nur gucken, was hier noch in der Ecke ist. Also außer einem Enderman ist da aber nichts. So. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier den Cut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. In der nächsten Folge seht ihr hier das Dungeon. Und lasst uns nur beten, dass wir nicht sterben. Wir sterben nicht. Guck mal, alles safe und auch alles Wichtige. Moment, ohne Spaß, ich bringe jetzt doch mal die wichtigen Sachen nach oben, weil da können wir dann damit direkt wieder neue Sachen bauen. Okay, alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt geilo, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.